Und mit der Impfung schaffen wir es, das Immunsystem darauf vorzubereiten, dass ein Infektionserreger angreifen könnte. Das Immunsystem merkt sich, dass hier solche Bedrohungen tatsächlich stattfinden könnten. Und dann, wenn der Infektionserreger tatsächlich auftritt, ein Ansteckungsrisiko da ist, dann kann das Immunsystem sofort reagieren, während es bei einer Initialinfektion dafür längere Zeit braucht. Das heißt, Impfung ist der beste Schutz eigentlich gegen Infektionskrankheiten, denn Impfungen verhindern entweder die Infektion oder den Krankheitsausbruch beim Einzelnen. Nun, die Impfstoffentwicklung hat mehrere Phasen und es dauert schon eine gewisse Zeit, Laboruntersuchungen vor der Erstanwendung am Menschen durchzuführen. Der nächste Punkt ist, dass klinische Prüfungen, normalerweise der Phase 1, 2 und 3, zur Ermittlung von Verträglichkeit und Wirksamkeit durchgeführt werden müssen. Und der eigentliche Zulassungsprozess, das heißt die Bewertung der Daten, ist dann die kleinste und kürzeste Angelegenheit dabei. Die Impfstoffentwicklung braucht eine gewisse Dauer und dazu gibt es mehrere Phasen. Die erste Phase ist, dass man tatsächlich den Erregerbestandteil ermittelt, der Schutz geben könnte, wenn er Teil eines Impfstoffs wird. Die zweite Phase ist, dass wir eine qualitätsgesicherte Herstellung des Impfstoffpräparats brauchen für die Anwendung am Menschen. In der nächsten Phase geht es dann darum, in präklinischen Untersuchungen im Labor festzustellen, dass der Impfstoff keine großen Risiken hat und wie die ungefähre Dosis am Menschen aussehen könnte. In der nächsten Phase dann erfolgt in der Phase 1 die Ermittlung von Sicherheit und erster Dosisfindung. In der Phase 2 genauere Ermittlung der Sicherheit, das genaue Dosis- und Impfschema wird ermittelt. Das sind die beiden explorativen klinischen Prüfungsphasen. In der klinischen Prüfung der Phase 3 ist es dann so, dass eine große Anzahl von Probanden festgestellt werden muss, dass der Impfstoff wirksam ist und dass er verträglich ist. Denn die Impfstoffe, die nachher zugelassen werden, die sollten verträglich sein und wirksam sein, weil sie an Millionen Menschen, häufig auch Kindern und Jugendlichen und dann Gesunden, dann tatsächlich angewandt werden. Und dazu ist besondere Sorgfalt auch bei der Prüfung der entsprechenden Daten durch das Paul-Ehrlich-Institut und andere Arzneimittelbehörden notwendig. Nun, Impfstoffe sind natürlich Arzneimittel und damit müssen die Risiken, die mit Impfstoffen verbunden sein könnten, abgeklärt werden. Aber wir sprechen von einem Nutzen-Risikoprofil und bei Impfstoffen legen wir Wert darauf, dass bei der Beurteilung des Paul-Ehrlich-Instituts der Nutzen der Impfstoffe weit überwiegt, relativ zu möglichen Risiken oder Nebenwirkungen. Wir publizieren übrigens im Arzneimittelbulletin jährlich zu allen Impfstoffen, was an Verträglichkeitsproblemen aufgefallen ist. Und im Wesentlichen geht es darum, dass es lokale Rötungen, Druckstellen an der Injektionsstelle geben könnte, vielleicht mal Kopfschmerz, vorübergehendes Fieber. Aber das sind alles Erscheinungen, die vorübergehend sind und wirklich akzeptabel und erträglich im Vergleich zu den Gefahren, die von einer Infektionskrankheit ausgehen. In Bezug auf die Impfstoffentwicklung gegen das neue Coronavirus 2 brauchen wir einfach eine gewisse Zeit, um die klinischen Prüfungen durchzuführen. Und diese klinischen Prüfungen müssen natürlich auch sehr gute Daten liefern, damit die Impfstoffentwicklung bis zur Zulassung geführt werden kann. Ich gehe im Moment davon aus, dass wir klinische Prüfungen der Phase 1 auch in Deutschland haben werden, dass wir danach vielleicht kombinierte Phase 2, 3 Prüfungen anfangen werden. Und wenn diese gut ausgehen und die entsprechenden Laboruntersuchungen auch geeignet sind, mögliche Risiken abzuklären, dann können wir davon reden, dass ein Zulassungsprozess begonnen werden könnte. Wir haben sehr gute Vorarbeiten hinsichtlich der Arbeiten an Impfstoffen gegen das MERS-Coronavirus. Diese haben dazu geführt, dass wir jetzt beim neuen Coronavirus das schützende, ungefährliche Antigen, also den Wirkstoffanteil, im Impfstoff genau definiert haben.
Das zweite ist, dass wir bei der Ebola-Krise in Westafrika bereits gelernt haben, wie man Impfstoffprüfungen wirklich kombinieren kann und schnellere Impfstoffentwicklungen haben kann. Aber auch da hat es 4 oder 5 Jahre gedauert bis zur eigentlichen Zulassung eines Impfstoffs. Ich gehe davon aus, dass wir bei dem Impfstoff gegen das neue Coronavirus 2 deutlich schneller sein werden.